Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls. So, wir sind immer noch in dem Hoffnungskerker, aber wir sind schon ein Stockwerk weiter oben. Und wir haben jetzt einen magischen Ring gefunden, den Ring der magischen Schärfe. Und ja, steht drin, der macht ein bisschen mehr Magieschaden. Den schauen wir uns doch dann auch gleich mal an. Dann tun wir uns vielleicht auch ein bisschen leichter mit den Gegnern hier. Obwohl es eigentlich mit dem Schwert eigentlich relativ gut geht, muss ich sagen. Vor allem diese komischen Tentakel. Viecher, genau. So einer da drüben zum Beispiel. So, hier haben wir einen Shortcut geöffnet. Und jetzt geht's eigentlich, jetzt geht's wieder runter. Okay. War gar nicht schlecht, dass der ein bisschen schießt. Dann sehen wir nämlich, ob hier irgendwo Gegner stehen. Ah, die sind wirklich ekelhaft, diese komischen Tentakelviecher. Okay, hier geht's auch nochmal runter. Ach du Scheiße. Ich habe gar keinen Plan mehr, wo wir sind. Altes Gewürz. Hier hängt schon wieder einer. Hier ist auch einer. Der trifft sie aber nicht. Probieren mal, ob ich den mit dem Bogen hier erwische. Wo sind wir jetzt? Vielleicht können wir den mit dem Bogen wegsnipern. Ah, wir sind auf der Seite. Hä? Das ist doch... Aber hier waren wir noch nicht, oder? Okay. Oder ist es vielleicht hier da, wo so ein Abgrund war? Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da sind wir vorher nicht weitergekommen. Stimmt. Schlechte Zeit. Wir verletzt werden. Scheint verschlossen sein. Aber das scheint ein NPC zu sein. Okay. Schauen wir nochmal bei den Treffen. Treffen wir sogar. Gar nicht schlecht mit dem Bogen. Das heißt, wir müssen Pfeile kaufen. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier schon mal was. Dann rüsten so aus und gehen wir hier runter. Steht hier links. Okay. Man muss aufpassen, dass hier nicht irgendwie so ein komischer Dude rumrennt. Öffnen. Da ist ein Schlüssel. Halte auch schon noch Schlüssel. Ja, die habe ich schon gesehen. E1. Okay, hier geht's schon mal. Können wir hier was aufmachen?
Verschlossen? Okay, das ist mir ganz recht, wenn es immer verschlossen ist, dann habe ich nicht tausend Wege zum Gehen. Du bist hier nochmal. Auch verschlossen, sehr schön. Wie gesagt, wenn wir einmal durchgerannt sind, dann geht es natürlich schneller. Dann weiß ich natürlich, wo die Gegner stehen. Ist halt so jetzt ein bisschen schwierig. Okay, wo sind wir jetzt? Ach, schwere Armbrust. Hier geht's ja nochmal runter, oder? Ach du Scheiße. Boah! Okay, ein bisschen Pfeile haben wir ja noch im Inventar, also in unserer Lagerkiste. Da drüben ist Loot. Penner. Scheint verschlossen zu sein. Okay, hier können wir nichts machen. Das scheint aber ein NPC zu sein. Okay, ich schätze nicht weiter zu gehen. Müssen wir dann irgendwie von der anderen Seite ran, okay. Dann schauen wir weiter. Wir können ja hinten noch einmal runtergehen. Die wird schon verschlossen. Jetzt geht der Keller hier runter. Distanzangriffe. Jetzt beschreibe ich, wie irgendeiner lang spaziert.
Da sind sie schon wieder. Alter. Fettes Vieh. Ja, genau. Okay. Gehen jetzt aber erst noch mal hier lang. Kriegerseele. Ich werde jetzt gar nicht, wenn ich überlegt habe, generell, ich werde jetzt gar nicht mehr nur noch auf Magie skillen, sondern auch in die anderen Attribute ein bisschen rein, dass ich halt so Sachen wie Bogen, vielleicht da auch ein bisschen mehr Schaden und so mache. Weil ich habe es jetzt schon gemerkt, dass man das öfters braucht. Ach du Scheiße. Einzelzellen. Hier ist kein Schlüssel. Meine Fresse, wir haben einen Haufen Rüstung jetzt hier. Warte mal. Silberarmreifen, coole Sache. Hier immer irgendwas krächzen. Ganz komisch. Seele eines Kriegers. Ah, Seelen haben wir jetzt echt schon gut.
dürfen ja bloß nicht verlieren. Das wäre natürlich nicht so gut. Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Nichts. Toll. Okay, hier haben wir jetzt schon wieder... Königslotus. Altes Gewürz. Wir müssen hier narrisch aufpassen mit den komischen Tentakelviechern. Die machen mir am meisten Kopfschmerzen. Die anderen gehen eigentlich. Bis jetzt. Denkt man auch jedes Mal, dass es Gift ist oder sowas. Aber unsere Magie geht gar nicht hoch, oder? Kann es sein? Warum nicht? Hab doch hier den Schlüssel drin. Ah, Flammen. Nee. Flammenresistenz brauche ich nicht. Ah, jetzt geht's hoch, okay. Vorher den falschen Schlüssel rausgetan. Hier ist kein Schlüssel. Okay, hier sind Türen offen. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Okay. Das ist wahrscheinlich unser nächster Weg. Wir gehen aber nochmal außen rum. Weil auf der anderen Seite waren wir auch noch nicht drüben. Wir haben ja Zeit, Leute. Ich weiß, ich echt krass finde, dass es hier so dunkel ist. Man sieht keine 3 Meter weit, ob da irgendwas im Eck steht. Okay, hier scheint es auf die nächste Ebene zu gehen. Wollen wir da mal rüber gucken. Okay. Da scheint ein Haufen Pfeile zu sein. Hier geht's runter, oder? Hier scheint ein Weg zu sein. Da warten wir jetzt kurz. Da warten wir jetzt noch kurz. Hier sind wir gekommen. Ah,
Okay, die Dinger scheinen zu schießen. Hier ist zu. Jetzt gehen wir auch noch mal kurz zurück, bevor wir da lang gehen. Ja, Shortcut wäre nicht schlecht. Zeit für Wegrennen. Ach du Scheiße, warum? Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal einmal in die andere Richtung. Und schauen, ob wir durch die Tür da durchkommen. Ich kann mal aufmachen. Alter, 1000 Wege hier. Hier geht's hoch. Hier finde ich doch nie wieder her. Aber hier haben wir schon mal was zerstört, oder? Schon verschlossen, okay. Tausend Wege. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind jetzt. Ja, genau, wir wollten hier hinten einmal rum. Vor allem, wenn ich nachher später wieder zu den NPCs finde. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Schauen wir mal, ob wir hier durch die Tür durchkommen. Hier geht es nämlich auch noch durch. Alter Schwede, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Okay, das ist auf jeden Fall der lange Gang. Mit dem Geschütz. Okay, verstehe. Das war doch bloß nur ein Loot. Panzerbrecher. Muss ich nachher alles schauen. Okay, verstehe. Da sind auch überall noch Wege. Meine Güte. Angst, dass gleich irgendwas aus dem Eck rausgesprungen kommt. Warum ist hier eine Blutrache? Das würde mich interessieren. Mondlichtsteinscherbe. Ist doch aber nichts mehr, oder? Da gehen sie runter. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt, wenn ich so rüber renne und da verrecke, dass ich da meine Seelen verliere.
Hier könnten wir auf jeden Fall mal runtergehen. Nachricht lesen, was ist hier? Schätze, erwarten dich voraus. Unten ehrlich. Das ist so schwer. Ach du Scheiße, komm jetzt nicht mehr hoch. Hallo? Da habe ich schon gedacht, ich muss mir in den Tod stürzen. Das war so nicht geplant. Nein! Oh! Okay, Leute, ich würde sagen, wir kehren jetzt mal den Nexus zurück. Das hilft jetzt eh nicht, unsere Seelen sind jetzt weg. Wir machen ein kleines Päuschen und in der nächsten Folge schauen wir natürlich dann hier, wie es weitergeht. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.